Du möchtest dich an der Fachhochschule Südwestfalen für einen Studiengang bewerben? Laura zeigt euch in diesem Video, wie ihr das am besten macht. Zunächst müsst ihr wissen, ob ihr euch für einen zulassungsfreien oder einen zulassungsbeschränkten Studiengang bewerben wollt und ob ihr Bildungsausländer oder beruflich qualifizierte Bewerberin oder Bewerber seid. Für diese Fälle gibt es verschiedene Bewerbungswege. Falls euch etwas noch nicht klar ist, helfen euch die Internetseiten der Fachhochschule Südwestfalen. Apropos Internet. Bitte nutzt für eure Online-Bewerbung ein PC. Auf dem Smartphone funktionieren die Bewerbungsportale nicht. Laura möchte Agrarwirtschaft studieren. Das ist ein zulassungsbeschränkter Studiengang, hat also einen sogenannten NC. Deshalb muss sie sich zuerst im Bewerbungsportal bei hochschulstart.de registrieren. Hier bekommt sie eine Bewerber-ID, kurz BIT, und eine Bewerber-Authentifizierungsnummer, kurz BAN, die sie für die weitere Bewerbung benötigt. Diese beiden Nummern notiert sich Laura. Weiter geht es nun auf der Internetseite der Fachhochschule Südwestfalen. Hier registriert sich Laura ebenfalls im Bewerbungsportal und gibt dazu die BIT und BAN ein. Jetzt kann Laura sich ihren Wunschstudiengang aussuchen. Auf den folgenden Seiten muss sie Fragen zu ihrem Schulabschluss beantworten, hat die Möglichkeit, Sonderanträge zu stellen und kann Angaben über einen möglichen Freiwilligen- oder Wehrdienst machen. Zum Schluss gibt sie ein letztes Mal ihre BIT und BAN ein, bestätigt ihre Angaben und nimmt so am Vergabeverfahren teil. Falls ihr euch für mehr als einen NC-Studiengang bewerben wollt, müsst ihr bei hochschulstart.de noch eure Prioritäten festlegen. Nun heißt es Daumen drücken. Laura muss nun etwa bis Ende Juli warten, ob sie einen Studienplatz ergattern kann. Das ist genug Zeit, um ein notwendiges Praktikum zu machen, sich über die Studienfinanzierung zu informieren und um Krankenversicherung und Unterkunft zu kümmern. Laura hat gerade eine E-Mail mit einem Zulassungsangebot bekommen und möchte dieses Angebot sofort annehmen. In ihrem Account bei hochschulstart.de liest sie sich alle Hinweise durch und nimmt dann das Angebot verbindlich an. Aber Achtung! Noch ist Laura nicht fertig. Sie muss unbedingt noch die Immatrikulation beantragen, sonst verliert sie ihren Studienplatz sofort wieder. Und es wäre doch schade, wenn Laura deshalb ein Jahr mit Nebenjobs überbrücken müsste. Deshalb loggt sie sich nun direkt noch im Bewerbungsportal der Fachhochschule Südwestfalen ein. Laura muss noch einige Fragen beantworten, zum Beispiel zu ihrer Krankenversicherung, ob sie schon eine Berufsausbildung gemacht hat oder ob sie sogar schon einmal studiert hat. Dann druckt sie sich den Immatrikulationsantrag aus und schickt ihn zusammen mit den weiteren geforderten Unterlagen aus der Checkliste, zum Beispiel einer amtlichen Beglaubigung ihres Abschlusszeugnisses, innerhalb der Frist per Post an die Fachhochschule Südwestfalen. Falls noch Unterlagen fehlen, wird sie in ihrem Bewerbungsportal darüber informiert. Laura hat alle Unterlagen fristgerecht eingereicht und erhält nun einen Brief mit einer Zahlungsaufforderung des aktuellen Semesterbeitrags. Sobald dieser bezahlt ist, hat Laura es geschafft.
Sie ist nun Studentin an der Fachhochschule Südwestfalen und kann sich auf einen spannenden neuen Lebensabschnitt freuen.